Grüezi, heute habe ich ein Hemd mit Auto an. Da fällt mir nur zu ein, dass Chuck Norris nach seiner Geburt seine Mutter nach Hause gefahren hat. Die Macht des Staates aber lag vor allem in dem Stammland, in der makedonischen Landschaft. Zwar, die Bevölkerung dieses weiten Gebietes war auffallend dünn, mit Anstrengung aller Kräfte vermochte Makedonien kaum so viel Mannschaft aufzubringen, wie ein gewöhnliches konsularisches Heer von 2 Legionen zählte. Und es ist unverkennbar, dass in dieser Hinsicht sich das Land noch nicht von der durch die Züge Alexanders und den gallischen Einfall hervorgebrachten Entvölkerung erholt hatte. Aber während im eigentlichen Griechenland die sittliche und staatliche Kraft der Nation zerrüttet war, und dort, da es mit dem Volke doch vorbei und das Leben kaum mehr Mühe wert schien, selbst von den Besseren der eine über dem Becher, der andere über dem Papier, der dritte bei der Studierlampe den Tag verdarb, während im Orient und in Alexandreia die Griechen unter die dichte einheimische Bevölkerung wohlbefruchtende Elemente aussehen und ihre Sprache wie ihre Maulfertigkeit, ihre Wissenschaft und Afterwissenschaft dort ausbreiten konnten, aber ihre Zahl kaum genügte, um die Nation, die Offiziere, die Staatsmänner und Schulmeister zu liefern, und viel zu gering war, um einen Mittelstand rein griechischen Schlags auch nur in den Städten zu bilden. Bestand dagegen im nördlichen Griechenland noch ein guter Teil der alten kernigen Nationalität, aus der die Marathonkämpfer hervorgegangen waren. Daher rührte die Zuversicht, mit der die Makedonier, die Ätoler, die Akarnanen überall, wo sie im Osten auftreten, als ein besserer Schlag sich geben und genommen werden, und die überlegene Rolle, welche sie deswegen an den Höfen von Alexandreia und Antiochia spielen. Die Erzählung ist bezeichnend von dem Alexandriner, der längere Zeit in Makedonien gelebt und dort Landessitte und Landestracht angenommen hat und nun, da er in seine Vaterstadt heimgekehrt, sich selber einen Mann und die Alexandriner gleich Sklaven achtet. Diese derbe Tüchtigkeit und der ungeschwächte Nationalsinn kamen vor allem den Makedonischen als dem mächtigsten und geordnetsten Emporgekommenen gegen die alte gewissermaßen ständische Verwerfung. Allein Herr und Untertan stehen doch in Makedonien keineswegs zueinander wie in Asien und Ägypten. Und das Volk, sich noch nie selbstständig und frei fühlte, in festem Mut gegen den Landesfeind, wie er auch heiße, in unerschütterlicher Treue gegen die Heimat und die angestammte Regierung, in mutigem Ausharren unter den schwersten Bedrängnissen steht unter allen Völkern der alten Geschichte, keines dem römischen so nah wie das makedonische. Und die an das wunderbar grenzende Regeneration des Staates nach der gallischen Invasion gereicht den leitenden Männern wie dem Volke, das sie leiteten, zu unvergänglicher Ehre. Der zweite von den Großstaaten, Asien, war nichts als das oberflächlich umgestaltete und hellenisierte Persien. Das Reich des Königs der Könige, wie sein Herr sich bezeichnend für seine Anmaßung wie für seine Schwäche zu nennen pflegte. Mit denselben Ansprüchen vom Hellespont bis zum Punjab zu gebieten und mit derselben kernlosen Organisation ein Bündel von mehr oder minder abhängigen Dependenzstaaten, unbotmäßigen Satrapien und halbfreien griechischen Städten. Von Kleinasien, namentlich das nominell zum Reich der Seleukiden zählt, ward, bis tatsächlich die ganze Nordküste und der größere Teil des östlichen Binnenlandes in den Händen einheimischer Dynastien oder der aus Europa eingedrungenen Keltenhaufen, von dem Westen ein guter Teil im Besitz der Könige von Pergamon und die Inseln und Küstenstädte teils ägyptisch, teils frei, sodass dem Großkönig hier wenig mehr blieb als das innere Kilikien, Phrygien und Lydien und eine große Anzahl nicht wohl zu realisierender Rechtstitel gegen freie Städte und Fürsten, ganz und gar wie seinerzeit die Herrschaft des deutschen Kaisers, außer seinem Hausgebiet bestellt war. Das Reich verzehrte sich in den vergeblichen Versuchen, die Ägypter wie aus Küstenlandschaften zu verdrängen, in dem Grenzhader mit den östlichen Völkern, den Parthern und Baktriern, in den Fehden mit den zum Unheil Kleinasiens daselbst ansässig gewordenen Kelten, in den beständigen Bestrebungen, den Emanzipationsversuchen der östlichen Satrapen und der kleinasiatischen Griechen zu steuern
und in den Familienzwisten und Prätendenaufständen, an denen es zwar in keinem der Diadochenstaaten fehlt, wie überhaupt an keinem der Gräuel, welche die absolute Monarchie in entarteter Zeit in ihrem Gefolge führt. Allein die in dem Staate Asien deshalb verderblicher waren als anderswo, weil sie hier bei der losen Zusammenführung des Reiches zu der Abtrennung einzelner Landesteile auf kürzere oder längere Zeit zu führen pflegten. Im entschiedensten Gegensatz gegen Asien war Ägypten ein festgeschlossener Einheitsstaat, in dem die intelligente Staatskunst der ersten Lagiden unter geschickter Benutzung des alten nationalen religiösen Herkommens eine vollkommene absolute Kabinettsherrschaft begründet hatte und wo selbst das schlimmste Missregiment weder Emanzipations- noch Zerspaltungsversuche herbeizuführen vermochte. Sehr verschieden von dem nationalen Royalismus der Makedonier, der auf ihrem Selbstgefühl ruhte und dessen politischer Ausdruck war, war in Ägypten das Land vollständig passiv. Die Hauptstadt dagegen alles andere und diese Hauptstadt Dependenz des Hofes, weshalb hier mehr noch als in Makedonien und in Asien die Schlaffheit und Trägheit der Herrscher den Staat lähmte, während umgekehrt in den Händen von Männern wie der erste Ptolemäus und Ptolemäus Euergetes diese Staatsmaschine sich äußerst brauchbar erwies. Zu den eigentümlichen Vorzügen Ägyptens von beiden großen Rivalen gehört es, dass die ägyptische Politik nicht nach dem Schatten griff, sondern klare und erreichbare Zwecke verfolgte. Makedonien und die Heimat Alexanders Asien, das Land, in dem Alexander seinen Thron gegründet hatte, hörten nicht auf, sich als unmittelbare Fortsetzung der alexandrinischen Monarchie zu betrachten und lauter oder leiser den Anspruch zu erheben, dieselbe, wenn nicht her, doch so wenigstens darzustellen. Die Lagiden haben nie eine Weltmonarchie zu gründen versucht und nie von Indiens Eroberung geträumt. Dafür aber zogen sie den ganzen Verkehr zwischen Indien und Mittelmeer von den phönikischen Häfen nach Alexandria und machten Ägypten zu dem ersten Handels- und Seestaat dieser Epoche und zum Herrn des östlichen Mittelmeers und seiner Küsten und Inseln. Es ist bezeichnend, dass Ptolemäus III., Euergetes, alle seine Eroberungen freiwillig an Seleukos Kallinikos zurückgab, bis auf die Hafenstadt von Antiochia. Teils hierdurch, teils durch die günstige geografische Lage kam Ägypten den beiden Kontinentalmächten gegenüber in eine vortrefflich militärische Stellung zur Verteidigung wie zum Angriff. Während der Gegner selbst nach glücklichen Erfolgen kaum imstande war, das ringsum für Landheere fast unzugängliche Ägypten ernstlich zu bedrohen, konnten die Ägypter von der See aus nicht bloß in Kyrene sich festsetzen, sondern auch auf Kypros und den Kykladen, auf der phönikisch-syrischen und auf der ganzen Süd- und Westküste von Kleinasien, ja sogar in Europa auf dem thrakischen Chirenesios. Durch die beispiellose Ausbeutung des fruchtbaren Niltals zum unmittelbaren Besten der Staatskaste und durch eine die materiellen Interessen ernstlich und geschickt fördernde und ebenso rücksichtslose wie einsichtige Finanzwirtschaft war der alexandrinische Hof seinen Gegnern auch als Geldmacht beständig überlegen. Endlich die intelligente Munifizenz, mit der die Lagiden der Tendenz des Zeitalters nach ernster Forschung in allen Gebieten des Könnens und Wissens entgegenkamen und diese Forschungen in den Schranken der absoluten Monarchie einzuhegen und in die Interessen derselben zu verflechten wussten, nützte man bloß unmittelbar dem Staat, dessen Schiff- und Maschinenbau den Einfluss der alexandrinischen Mathematik zu ihren Frommen verspürte, sondern machte auch diese neue geistige Macht, die bedeutendste und großartigste, welche das hellenische Volk nach seiner politischen Zersplitterung in sich hegte, soweit sich das überhaupt zur Dienstbarkeit bequemen wollte, zur Dienerin des alexandrinischen Hofes. Wäre Alexanders Reich stehen geblieben, so hätte die griechische Kunst und Wissenschaft einen Staat gefunden, würdig und fähig, sie zu fassen. Jetzt, wo die Nation in Trümmer gefallen war, wucherte in ihr der gelehrte Kosmopolitismus und sehr bald war dessen Magnet Alexandria, wo die wissenschaftlichen Mittel und Sammlungen unerschöpflich waren, die Könige Tragödien und die Minister Kommentare dazu schrieben und die Pensionen und Akademien florierten. Das Verhältnis der drei Großstaaten zueinander ergibt sich aus dem Gesagten. Die Seemacht, welche die Küsten beherrschte und das Meer monopolisierte,
musste nach dem ersten großen Erfolg der politischen Trennung des europäischen Kontinents von dem asiatischen weiter hinarbeiten auf die Schwächung der beiden Großstaaten des Festlandes und also die Beschützung der sämtlichen kleineren Staaten, während umgekehrt Makedonien und Asien zwar auch untereinander rivalisierten, aber doch vor allen Dingen in Ägypten ihren gemeinschaftlichen Gegner fanden und ihm gegenüber zusammenhielten oder doch hätten zusammenhalten sollen. Adios.